Bäm, Rückwärtsgang, düt, 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 düt und so weiter. Ja, wir haben Frühling, darum gibt es Frühlingsgedichte oder so ähnlich. Nee, ich habe schon wieder Frühlingsgedichte. Ich glaube, ich nerve langsam damit, weil irgendwie Frühlingsgedicht hier, Frühlingsgedicht da und so weiter und so fort. Oder überhaupt Gedichte. Aber das Problem ist, wir sind ja gerade bei mir bei so Fix Mu mit der vielen Bedeutung und so weiter und so fort. Und es gibt eine Bedeutung, so Angemessenheit oder Beziemlichkeit. Es nennt sich auf Japanisch Tekito oder Kanyu, also so ein Rat oder eine Empfehlung. Und das Problem ist, es gibt nicht so schrecklich viele Beispiele dafür oder ich kenne jetzt spontan nicht so tolle. Ich kenne ein Beispiel in so einer tollen Nebenform. Es gibt noch ein Musu, aber das lassen wir mal ein bisschen außen vor, weil das auch muss man nicht unbedingt so spontan für den Anfang wissen. Deswegen musste ich jetzt dieses Gedicht nehmen. Das ist mir auch nur zufällig in die Hände gefallen. Und dann habe ich mir so gedacht, hey, Moment, das ist genau die Bedeutung, wo ich dir die ganze Zeit versucht habe, einen vernünftigen Beispielsatz für zu finden. Genau, wer bei also Fix Mu, wenn man sich das Ganze hier anguckt, sieht man, es kommt nicht ein Mu drinne vor. Das hat auch einen Grund, und zwar ist das hier versteckt im Hm. Das ist auch eine tolle Nebenform, könnte man sagen. Also Mu hat sozusagen zwei Gesichter. Es gibt einmal Mu und einmal Mu. Wovon das abhängig ist, wann es Mu und wann Mu ist, weiß kein Mensch. Also man kann grob sagen, je älter der Text ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Mu vorkommt. Und je neuer der Text ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mu vorkommt. Ansonsten sind die aber identisch. Gleicher Anschluss, werden an die Misenke angeschlossen. Darum hier auch Yu fünfstufig mit dem Misenke-Anzeigevokal A, I, Ua. Und die Bedeutungen sind auch eigentlich dieselben. Hier, wie gesagt, so Tekito, Angemessenheit oder Kanyu, so Rat, Empfehlung. Und das Ganze in einem Gedicht aus dem Kokinwakashu, erstes Gedicht aus dem Frühlingskapitel von Arewara no Motokata. Arewara no Motokata heißt der Typ. Okay, ich habe das schon durchstrukturiert nach den Einheiten 5, 7, 5, 7, 7. Habe da Maro hintergemacht, damit ihr das auch seht. Und ansonsten, falls man das jetzt nicht hätte, kann man auch mal nach grammatikalischen Ordnungs- oder Sinneinheiten gucken. Da haben wir hier zum Beispiel das Keri, das kennen wir ja schon, ein Verbalsuffix der Vergangenheit. Und das ist entweder in der Renyoke oder in der Shushike Keri. Wenn es Renyoke wäre, dann wäre es irgendwas und irgendwas anderes tun oder machen, weil das ja für Verbverbindung ist. Oder in der Shushike einfach irgendwas und dann Punkt. Und der Einfachheit halber gehen wir einfach davon aus, hier ist erstmal ein Punkt. Das ist für das Gedicht auch richtig. Also von daher, hinter dem Keri, das ist die Shushike, das ist einfach Punkt, Schluss, aus, Ende. Und dann haben wir schon mal einen einfachen Fall 5, 7. Die ersten beiden Einheiten sind die erste Hälfte vom Gedicht und 5, 7, 7. Die letzten drei Einheiten sind die zweite Hälfte vom Gedicht. Okay, dann lese ich das Ding am besten einfach mal vor und übersetze Stück für Stück. Toshi no uchi ni haru wa kini keri. Hito to se o kozo to ya iwan. Kotoshi to ya iwan. Soweit so gut. Innerhalb des Jahres oder während des Jahres, während des alten Jahres in Anführungsstrichen oder in Klammern, ist der Frühling gekommen. Dieses eine Jahr, soll man es nun oder sollte man es nun als letztes Jahr bezeichnen oder sollte man es nun, Klammer auf, lieber Klammer zu, als dieses Jahr bezeichnen? Grammatikanalyse. Wir haben das Mu zum Ausdruck ja, der Angemessenheit oder ja, Beziemlichkeit angeschlossen an die Misenke von Yu und es steckt in der erweiterten Formulierung To-Yu, also ein sogenanntes oder man sollte so und so nennen, und zwar entweder sollte man es Koso letztes Jahr oder Kotoshi dieses Jahr nennen.
Genau, also man sollte etwas irgendwie nennen oder es ist angemessen, etwas so und so zu bezeichnen. Darum halt hier das Mu. Und dann haben wir hier den Fall, der auch öfters mal vorkommt, dass dieses To You auseinandergezogen wird und dazwischen rückt eine Partikel. Und hier ist es die Partikel Ja. Und das ist eine Kakarimusubi hervorrufende Partikel. Dadurch haben wir am Satzende eine Rentaike, aber die ist ja bei Mu identisch mit der Shushike. Egal, ob es jetzt Mu oder Hm ist, es ist in beiden Fällen identisch. Entsprechend sieht man hier nicht, dass es eine Rentaike ist. Aber wir wissen, wenn wir das Ganze grammatikalisch analysieren müssen, würden wir hier sagen, das ist Mu bzw. Hm in der Rentaike und würden das begründen damit, dass hier Ja steht. Und häufig ist es so, dass man diese Partikeln, besonders diese Kakarimusubi hervorrufenden Partikeln, nicht so unbedingt übersetzen kann. Wenn dann So oder Namu zum Beispiel stünde, ist es schwer, das im Deutschen rüberzubringen. Bei dem Ja allerdings gibt es zwei Möglichkeiten, das zu übersetzen. Und das ist auch, kann man ganz klar im Deutschen rüberbringen, muss man auch rüberbringen. Das drückt nämlich entweder einen Zweifel aus oder eine rhetorische Frage. Und das mit dem Zweifel passt hier ja ganz gut, ne? To iwa mu oder to iyan. Also man sollte etwas so und so bezeichnen. Und dann hier so die Frage oder der Zweifel, sollte man das so oder so benennen. Und das liegt halt einfach daran, mit Toshi ist nicht einfach nur irgendein Jahr gemeint, sondern ist noch das alte Jahr gemeint und noch während des alten Jahres ist der Frühling gekommen. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, soll ich das jetzt noch als altes Jahr ansehen oder bezeichnen? Oder soll ich das schon als neues Jahr irgendwie, naja, ansehen oder benennen oder so wahrnehmen? Das ist die Frage, die sich der Hariwara no Motokata hier stellt und dann halt so im Gedicht rüberbringt. Ansonsten gibt es grammatikalisch, wie gesagt, also to you mit ja und nu, habe ich ja gerade schon analysiert. Das Einzige, was es noch zu bemerken gibt, wir haben hier ku, kommen, und keri, Vergangenheit, also kam, und dazwischen steht ni. Und das ni ist die Renyoke des Verbalsuffixes nu. Das ist ein Verbalsuffix der Abgeschlossenheit, das werden wir später nochmal besprechen. Nur, dass hier niemand sagt, ich hätte irgendwas unterschlagen, so. Nein, es ist Verb in der Renyoke plus ein Verbalsuffix in der Renyoke plus das zweite Verbalsuffix. Aber wie gesagt, genaue Erklärungen zu Nu und seinen Formen und so weiter und so fort mache ich dann in der nächsten Lektion. Aber erstmal machen wir noch weiter mit Mu, das hat nämlich noch einen ganzen Haufen andere Bedeutungen.